Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr euch das Video anschaut und es geht um den Mandela-Effekt, weil ich einfach noch vieles dazu zu sagen habe und es wird wohl noch mehr Videos darüber geben, aber mir ist aufgefallen, dass die deutschsprachige Welt das eher rational sieht, ja, und das eher weniger betrifft, wie jetzt Englisch, die englischsprachige Welt. Ich kann nicht ganz genau erklären, warum das so ist. Ich kann es nicht einfach nur mit falschen Erinnerungen abtun, das habe ich hier schon mal erklärt, weil ich habe es vorher nie gehabt und warum soll ich es jetzt haben mit Millionen anderen Menschen? Es muss einen Grund dafür geben. Zum Beispiel, ich erinnere mich daran, dass der Monopoly-Mann ein Monokel hatte, als Beispiel, ja. Ihr wisst schon dieses, ne? Aber hat er offensichtlich nie gehabt oder angeblich, weil für mich hat er eins gehabt. Oder die Black Tom Island Explosion, diesen Anschlag in Amerika 1916 von deutschen Terroristen im Hafen von New York, wo fast die Freiheitsstatue zerstört wurde und umgerechnet heute ungefähr 20 Millionen Dollar Schaden angerichtet hätte und 4 Tote. An die erinnere ich mich nicht, habe ich nie von gehört. Das kann Unwissen sein, will ich nicht abstreiten. Aber sowas müsste man ja als Deutsche eigentlich wissen und in der Schule gelernt haben. Ich nicht. Also kennt ihr das? Erinnert ihr euch an dieses Attentat von Deutschen 1916 auf amerikanischem Boden? Also ich nicht. Dann, wie gesagt, es gibt aber auch Mandela-Effekte, die mich nicht betreffen. Also zum Beispiel, ich erinnere mich daran, dass Nelson Mandela 2013 gestorben ist. Nicht 1989 im Gefängnis. Oder dass die Ampeln, das habe ich glaube ich schon mal gesagt, dass Ampeln für mich immer rot, gelb, grün und nie grün, gelb, rot waren. Betrifft mich nicht, ja, weil das habe ich so nicht erlebt. Was mich betrifft, ist das John F. Kennedy-Attentat. Völlig anders. Die Hindenburg war für mich auch immer, also ich kenne jetzt viele, die sagen, die haben das so in Erinnerung, dass da keiner lebend rauskam. Ich erinnere mich, dass Leute lebend rauskamen. Wenn ich weiß, was die Hindenburg ist, das ist das große Luftschiff gewesen, ja, das mit, ich glaube, Wasserstoff gefüllt war und explodiert ist in New York, ja, und in Flammen aufging und also es ging halt langsam nach unten und ich hab in Erinnerung, dass da Leute lebend rauskamen. Es gibt viele, die sich daran erinnern, dass da keiner lebend rauskam. Also sowas teile ich zum Beispiel nicht, ja. Aber ich bezweifle nicht, dass die Leute sich so daran erinnern. Und dass das keine falschen Erinnerungen sind. Weil es gibt halt einfach Menschen, die sind davon betroffen. Und wenn man einmal davon betroffen ist, ja, dann lässt sich das nicht mehr los. Du guckst immer weiter nach weiteren Mandela-Effekten. Warum auch immer, was ist so. Und es gibt Menschen, die interessiert das überhaupt nicht. Es gibt wirklich Freunde, die sich zerstritten haben darüber. Weil wenn du daran glaubst, dann bist du völlig davon überzeugt und du weißt ja, dass deine Erinnerung richtig ist. Für dich. Für den anderen nicht. Und das kann natürlich zu Streit führen. Wenn man dann sagt, nee, aber so war es nicht, ne? Oder der Mensch war tot, ja, und dass er jetzt lebt. Also wie gesagt, Erich von Däniken ist für mich das beste Beispiel. Also da bin ich fast umgefallen, als ich den gesehen habe. Ich habe gedacht, er ist gestorben. Es kann teilweise Unwissen sein, es kann teilweise aber auch, wie gesagt, für mich ist es, es gibt einfach Dinge, die man damit mit falschen Erinnerungen nicht erklären kann. So einfach ist es, ja. Es kann ja keine Massenhalluzination sein. Und wenn, wo kommt die her, ja? Und es sind ja Millionen Menschen, die das halt auf diese Art sich erinnern. Und ich würde nie bezweifeln, wenn mir jemand was erzählt, dass ich anders in Erinnerung habe oder, ne? Weil der Mensch, der ist wirklich überzeugt davon und auch aus dem Grund. Ja, also wie Fruit of the Loom Logo, das habe ich aber schon mal gesagt, also das ist der Knaller für mich. Also ich weiß, es war komplett anders. Also, es macht gar keinen Sinn, wie es jetzt ist. So hat das nie ausgesehen. Aber es wurde nicht verändert, es soll immer so gewesen sein. Quatsch, ja. Wieder filmmäßig verändern und ich erinnere mich an Kazam, den Film hat es nie gegeben.
Angeblich. Solche Dinge, das ist schon sehr seltsam. Also ich weiß nicht. Ich kann es mir eben nicht erklären. Wie gesagt, wenn man einmal den Mandela-Effekt richtig erfahren hat, ja, bist du so überzeugt davon, dass du das nicht mehr loslässt. Also das ist einfach, du wirst dich daran festbeißen und versuchen, dahinter zu steigen. Ob es einem gelingt, wahrscheinlich eher nein. Aber so ist es und ja, wie seht ihr das? Ich denke, die Deutschen werden das wieder sehr rational sehen, während das die Amerikaner und die Engländer und die englischsprachige Welt sehr emotional sehen werden. Lasst mich mal wissen, was ihr denkt in den Kommentaren. Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert meinen Kanal, das wäre klasse. Bleibt mir treu, bleibt mir gewogen und kommt wieder. Es gibt mehr Videos.